Meine Güte, schau dir Herrn Panier an. Im eigenen Laden eingeschlossen wie ein Gefangener. Und nur wegen ein paar verdammten Bienen. Aber Winnie Gabberly wirft nicht so schnell das Handtuch. Ich habe 72 bei den Igel-Ausschreitungen nicht zugemacht, dann mache ich auch jetzt nicht zu. Außerdem, wo sollte ich auch hingehen? In die Wohnung zum alten Gabberly kriegen mich keine 10 Pferde. Nicht ehe er sich nicht entschuldigt hat. Hat mir sämtliche Stiefmütterchen rausgeworfen. Oh. Na komm, da war's doch da. Ja, Gabberly hier. Ich krieg nur ungern zu Kreuze, aber gestern habe ich mich doch im Ton vergriffen. Die alberne Schießbudenfigur ging wirklich zu weit. Was ich gesagt habe, nehme ich zurück. Hier sind doch eigentlich alle froh, dass so ein Juwel bei uns in der Nachbarschaft wohnt. So, so. Der Kampfhund hinkt heim. Na, na. So schlimm war es doch nicht, oder? Bist du das, Winnie? Ist dein eisiges Schweigen gebrochen, ja? Das Schweigen ist überflüssig, jetzt wo du etwas Demut gezeigt hast. Demut? Ich? Niemals! Mich legst du nicht rein! In deiner harten Schale steckt ein weicher Kern und ich weiß es! Ich muss mein Hirn untersuchen lassen. Habe ich doch den Laden glatt offen gelassen, wo die Stadt von Riesenbienen nur so wimmelt. Bist du nicht ganz bei Trost, Winnie? Bleib hier, sage ich! Oh, Winnie Gabberly. Oh, schön. Und was mache ich jetzt hier nur? Nee. Schade. Ach so, sind das die Bienen? Nee. Wer ist da? Sie schon wieder. Ich sagte Ihnen doch, wir sind dran an dem Fall. Wir werfen jeden Moment unsere Netze über diese gestreiften Gangster. Aber ich warte nach wie vor auf Verstärkung. Man kann nicht von mir erwarten, dass ich mich ohne Unterstützung in eine Konfliktzone begebe. Es sind schon Bienen, keine Wespen. Oh, was ist das? Können wir was benutzen damit? Oh Gott, habe ich nur eine bestimmte Menge Zeit oder was? Das ist eine gute Frage, warum die so aggressiv sind. Hey, Gromit! Schmeiß diese Bienen aus meinem Laden, ja? Ich hab's doch vor. Hallo, Spiel. Okay, ich hab's zweimal eingestellt. Okay. Spritzen. Warum steht da?
glaube, da ist ein Bug gerade. Warum steht da Spritzen? Hey, Gromit! Warum kommst du nicht mit deinem Freund oder irgendwas in der Richtung? Was war das gerade eben? Mist. Ach so, ich benutze hier noch was, ne? Geht gar nicht. Nein, so. Folgen wir mal den anderen Weg. Zu uns. Ah, jetzt lass mal drehen, warte. Nee, das hier, warte. Nee, okay. Was? Müssen wir dir noch irgendwas? Nein, anders, warte. Wir gehen wieder nach oben und schmeißen den Käse runter und dann können wir es drehen oder so. Wachmeister Dippens sagt, die West Wallaby Gang wurde ausgeschaltet.
Ist das dein Verdienst, mein Junge? Kluger Hund. Wie bitte, Wachtmeister? Ah, ja, ich werde es ihm sagen. Er meint, du sollst dich um die Bienen im Zentrum kümmern, wenn du dich der Herausforderung gewachsen fühlst. Na toll. Nein, nicht schon wieder. Wachtmeister Dippens sagt? Ja. Abbrechen. Wie? Er meint, du sollst... Können wir da, warte mal. Verwenden, wir können es, okay. Oh Gott. Nein. Wo ist denn die Schallplatte mit der God Save the Bee hier? Okay, ich ahne schon. Yes. Jetzt holen wir uns die Schlafmusik, gehen wieder runter in den Keller und tauschen dann die Musik aus, dann schlafen sie alle ein. Ja, immer wieder der falsche. Thank you.
Ah, jetzt wieder Agrobienen. Ah, dang, dang. Ben schlaft ein. Sagt, die Platte läuft auf endlos, ne? Okay. So, dann haben wir noch die im... Okay. Entschuldigen Sie die Verspätung, Herr Pernier. Die Straßen dürften jetzt von den Bienen befreit sein. Das ist klar. Dem Himmel sei gedankt für die Jungs in Blau. Nun muss ich Sie bitten, mich aufs Revier zu begleiten. Da sind noch einige Formulare, die ausgefüllt werden müssen. Nichts allzu Kompliziertes. Aber gerne. Es sind Bürger wie Sie, Herr Pernier, die meinen Beruf zu einem Vergnügen machen. Puh. Was setze ich hier? Oh je. Ich weiß, Wachtmeister Dibbins. Ja, wie gesagt, er ist wirklich gut ausgebildet. Also dann, auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Gute Arbeit, mein Junge. Sieht so aus, als hättest du der Downtown-Gang den Garaus gemacht. Aber solange sie noch so riesig sind, ist erst die halbe Arbeit getan. Ich kümmere mich am besten um eine reverse Wachstumsformel. Du hast also alle Bienen beruhigt, Gromit? Guter Junge, ich wusste ja, dass ich mich auf dich verlassen kann. Hilfe, Wallace! Zu Hilfe! Das klingt nach Fräulein Flitter. Hilfe! Holt mich hier runter! Nur keine Aufregung! Ich komme schon, Fräulein Flitter! Oh je! Sieht aus, als hätte ich die falsche Garderobe gewählt. Geschmackvoll! Nicht weglaufen, Fräulein Flitter! So war das, Fräulein Flitter. Meine Wachstumswunderformel hat zu ein paar ziemlich großen Problemen geführt. Ich hoffe, Sie entsorgen diese Höllenbrut. Sicher, ich kümmere mich darum. Ich versichere Ihnen, dass wir uns auf sichere und humane Art um das Bienenproblem kümmern. Na Gott sei Dank. Aber hatten Sie denn keine Angst? Ganz allein einem wütenden Schwarm Riesenbienen gegenüber. Ich nehme an, es klappt nur bei innerlicher Anwendung.
Sie waren natürlich stark in der Überzahl, aber ich habe Ihnen mal gezeigt, was eine Harke ist. Und dass Sie besser abschwören, wenn ich komme. Ich war in Panik. Das ist verständlich, Fräulein Flitter. Ich selbst fühlte mich auch ab und zu etwas verstört. Aber immer einen kühlen Kopf bewahren, das ist mein Motto. Den Gegner fest im Blick behalten und nicht gleich in die Luft gehen. Lass mich runter! Lass mich runter! Sie hat mich! Ach du bärtige Biene! Die Königin will mich zu Gelee Royal verarbeiten! Diese Undankbarkeit! Nachdem ich hier einen Tip-Top-Bienenstock gebaut habe, dazu ein magnetronisches Nextraktor-Supergerät, um Ihnen das harte Honiggeschäft zu versüßen. Ach, so langsam kommen mir Zweifel, ob es gut war, diese Wachstumsformel überhaupt zusammenzumischen. Ich sollte sie wegwerfen. Hey! Sachte, alte Dame, kein Grund, sich aufzuregen. Wenn wir uns alle beruhigen, wird hier keiner verletzt. Oh je, im Bienenzüchterhandbuch steht nichts über Entführungen. Hilfe! Hilfe! Gromit! Aber Junge, ich wusste ja, du würdest es schaffen. Rauf mit der Leiter, mein Junge. Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Worauf wartest du noch, Gromit? Hoch mit der Leiter! Wo ist denn der Hebel für die Leiter? Ah, eine Kurbel. Was ist das hier? Okay. Worauf wartest du noch, Gromit? Hoch mit der Leiter! Ja doch! Da ist... Ah! Nein! Gut so, alter Freund. Und jetzt hoch mit der Leiter. Oh, ho. Ah. Oh je, jetzt ist die Leiter kaputt und die Ersatzleiter liegt zu Hause. Warte mal, müssen wir einen Scheinwischer bedienen? Kleinen Moment. Der muss da oben kommen. Pass mal mit an, Gromit! Wieder
festen Boden unter den Füßen. Der Autopilot. Gut gemacht, Gromit. Gromit? Gromit! Alles in Ordnung, mein Junge? Beachtliche Vorstellung. Wir haben den kleinen Zwischenfall ohne größere Blessuren überstanden. Das kann ich aber vom Autopiloten leider nicht behaupten. Oh, der Autopilot! Oh je, sieht aus, als sei noch nicht alles ausgestanden. Schau mal hinter dich, Gromit. Halt sie in Schach. Ich versuche, sie hier drin loszuwerden. Ah, okay. Vielleicht schlafen lassen. Gibt es da was anderes, oder? Lach ist bestimmt gut, oder? Zeig's ihr, Gromit! Okay, ne? Call of Bean. Dem Honig fehlt noch das gewisse Etwas. Okay, habe ich schon fast gedacht. Also machen wir sie noch größer, oder was? Ah, im Tunnel verstopfen. Schlag sie mit ihren eigenen Mitteln, mein Junge. Wir haben sie, Gromit. Tolle Teamarbeit, mein Junge. Tolle Teamarbeit, mein Junge. Ich hab's, Gromit. Ich hab das Gegenmittel für diese verflixte Wachstumsformel. Jetzt sind wir unserem Bienenproblem gewachsen. Es gibt da nur eine winzige Schwierigkeit. Ah, schön. Wieder ein kleines Spielchen für zwischendurch, ja. Was waren das jetzt hier? Ja, 2 Stunden 15, okay. So ungefähr haben sich ja alle Teile eingeordnet, ne? So 2, 2,5 Stunden. Schön. Wobei, eigentlich ist es ja der erste Teil, hatte ich ja gesagt, ne? Bis auf das mit der vielleicht schwierigen Übersetzung, mit den Sprüchen, ne? War es ein doch solides Spiel. Ja, nicht jeder mag eben halt die Figuren und allgemein. Ich kenne die Figuren, ich bin da, groß geworden bin ich damit nicht. Aber ich selber habe es gerne geguckt und die Kids gucken es gern. Und es ist einfach, Wallace ist eigentlich ein cleverer Typ, ne? Aber eigentlich ist er ein bisschen, weiß ich nicht. Ne? Und mein Hauptheld oder mein Hauptcharakter ist halt Gromit. Weil Hund und so, ne? Und eigentlich ist er der stille und geheime Held von der ganzen Geschichte, weil er alles wieder repariert und fixt, was er mit sein Herrchen Wallace mit seiner Schusslichkeit und Co. Kaputt macht, ne? Und natürlich auch, man hat es ja vorhin gesehen, ich habe mich ja darum gekümmert, weil er versucht eben halt sich auch ein bisschen zu positionieren, aber eben halt auf so eine treu-doofe Art und Weise. Der meint es ja eigentlich nicht böse, ne? Er will bloß immer nach vorne und hast du nicht gesehen. Schön
Spiel. Und damit haben wir diese komplette Spielreihe, also sprich alle 4 Episoden jetzt durch. Und ja, mal gucken, da werden wir dann irgendwas anderes spielen. Wir werden auch noch Norco weiterspielen. Das kommt so die Tage sukzessive. Ist ein bisschen Baustellen derzeit. Ich hab's ja schon ein paar Mal erwähnt. Ne? Ich habe über mir Quarantänestation. Noch ist alles soweit IO hier. Also beim Rest außerhalb der Quarantänestation. Und vielleicht haben wir Glück. Ne? Ich sag mal so, viel desinfizieren. Alles, was angefasst wird vom Quarantäneopfer, wird auch wieder irgendwie desinfiziert. Maskenpflicht, wenn in den Raum rein und Co. Und hast du nicht gesehen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ansonsten, soweit ist alles IO. Typische Erscheinung, keine schlimme Erscheinung, aber eben halt groggy, matt. Ne? Was hat die bessere Hälfte gesagt? Vorhin war sie kurz im Garten und wollte nur ein paar Sachen hochstellen, also nicht jetzt sich großkörperlich betätigen, vielleicht 2-3 Minuten und danach ist sie wieder ins Zimmer, ins Bett, weil hatte das Gefühl, hat jetzt 30 Kilometer Jogging hinter sich gehabt. Naja, schauen wir mal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke mal, hier wird nichts... Oder doch, warte mal, hier kommt ein... Kommt hier ein... Ich breche mal ab. Nee, kommt nicht. Genau, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Mit was? Weiß ich noch nicht. Überraschung. Sonntag machen wir wieder anderweitig weiter, ne? Und morgen mal gucken, was gerade da ist und was gespielt werden kann und sollte und muss und überhaupt. Ne? Schlaft gut, träumt was Schönes, habt einen schönen Start ins Wochenende. Ich habe morgen nochmal meinen Seminartag, wenn der Schnelltest soweit alles in Ordnung ist. Und bis dahin, euer Firefox.